Etwa 13 Kilometer nordwestlich von Trujillo liegt der kleine Strandort Huanchaco. An der Strandpromenade gibt es viele Restaurants, die für ihre Fischgerichte bekannt sind. Berühmt sind die Caballitos de Tortora, kleine Schilfboote, mit denen schon zur Zeit der Moche-Kultur auf dem Meer gefischt wurde. Heutzutage sieht man vor allem in den frühen Morgenstunden fleißige Fischer ihren Fang begutachten. Oder Surfer, die die wilden Wellen des Pazifiks suchen. Am Wochenende besuchen viele Familien aus Trujillo den kleinen Urlaubsort, um auf den Promenaden zu schlendern oder eine Runde im Ozean zu schwimmen. Zwischen Huanchaco und Trujillo liegt ein weiteres Highlight Nordperus: Changchang, die Hauptstadt des präkolumbischen Chimú-Reiches. Die Lehmstadt, die seit 1986 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, entstand etwa um 1300 und war die größte Stadt der damaligen Zeit auf dem südamerikanischen Kontinent. Zu ihrer Blütezeit beherbergte die Stadt etwa 60.000 Einwohner und besaß ein ansehnliches Vermögen an Gold, Silber und keramischen Kunstgegenständen. Am besten erhalten ist der Tschudi-Bereich, benannt nach dem Schweizer Forscher Johann Jakob von Tschudi. Dieser Bereich wurde restauriert und ist für Touristen geöffnet. Auf dem Hauptplatz fanden religiöse Zeremonien statt. Dazu wurden Priester aus anderen Gemeinden eingeladen, damit diese ihre Opfergaben für die Götter darbrachten. Die großen offenen Plätze dienten vermutlich allesamt zeremoniellen Zwecken. Die Hauptstadt der Chimú bestand aus ursprünglich 9 autonomen Bezirken, die jeweils von einem anderen Herrscher regiert wurden. Selbst nach ihrem Tod wurden die Herrscher weiter verehrt. Einige Wandmuster aus der Tierwelt repräsentieren die 4 Elemente, andere zeigen eine Art Fischernetz. Man sieht Pelikane, Vögel, Fische und Symbole wie Sonne und Mond.
Chang Chang konnte von den Inka mit militärischer Gewalt alleine nicht besiegt werden. Deshalb leiteten die Angreifer den durch die Oase fließenden Fluss so um, dass die Einnahme der Stadt durch die bald eintretende Wasserknappheit möglich wurde. Das Wasserbassin in der Mitte war ein heiliger Ort, den nur ausgewählte Priester betreten durften. In ihm, so vermuten Forscher, konnten die Qimu die Reflexion des Mondes und der Sternbilder beobachten. Nach dem Hauptplatz findet man kleine Kammern, in denen die Opfergaben vermutlich aufbewahrt wurden. Jeder Bezirk enthielt Grabstätten mit umfangreichen Beigaben an Juwelen, keramischen Gegenständen und Dutzenden Skeletten von jungen Frauen. Tief im Innern des Palastes lag das Herrschergrab. Es war geöffnet, denn für die Zeremonien wurden die Leichname der Herrscher aus ihrem Grab geholt und mit einer Totenmaske dem Volk präsentiert. Nach der Eroberung durch die Spanier blieb nicht mehr viel von der Qimu-Kultur übrig. Chang Chang, das durch Erosion und Klimaveränderung zu den gefährdeten Kulturerben zählt, bleibt eines der letzten Rätsel der Qimu.